Modedesign studiert. Nach meinem Studium bin ich nach Wien gekommen, dann nach Shanghai, wo ich habe Design gemacht und auch unterrichtet. Ich bin seit fast 15 Jahren in Österreich. In Wien gibt es sehr viel Freiheit, neue Initiativen zu kreieren, Kreativpotenzial zu pushen und zu unterstützen. Das finde ich sehr interessant. Wir fördern keine kommerzielle Kollektion. Wir fördern Innovation, kreative Exzellenz. Wir haben diese tolle Möglichkeit, Designer zu professionalisieren und unterstützen. Das ist wirklich eine super Aufgabe, weil wir sind immer mit sehr viel Talent konfrontiert und das ist wirklich ein genialer Job. Austrian Fashion Association mit einem Subtitle Verein zur Förderung österreichischen Modedesigns, das ist eigentlich auch Programm. Mit 2014 haben wir eigentlich im Prinzip diese große Möglichkeit bekommen, die Modeförderung für das Bundeskanzleramt und die Stadt Wien auf neue Beine zu stellen. Und das machen wir mit der AFA. Paris ist eine wunderschöne Stadt. Ich gehe sehr oft dort, mindestens viermal oder fünfmal pro Jahr. Für jede Modewoche dort, aber auch für Urlaub und so. Ja. Das ist sehr wichtig für mich, dieser Balance zwischen Familienleben und Arbeit zu haben. Und ja, irgendwie funktioniert es ein bisschen zu tun mit Magie und Glück wahrscheinlich.